Dann neues Game. Oh, ich habe sogar keine Antwort gemacht. Ach! What happened? Where am I? Oh Gott. Okay, willkommen zu Unfollow. Das erste Mal, dass ich... Oh, sieht aber schön aus. Das erste Mal, dass ich einfach ready gedrückt habe. Das Game sieht auf jeden Fall insane aus. Meine Community sagt euch im Chat gerade, hallo, ich habe Angst. Kommt gerne vorbei auf www.twitch.tv/live. Empfehlt mir gerne weitere Games. Das ist eine Demo übrigens. Es erinnert mich sehr an Phasmo. Und wir gehen jetzt mal rein hier in den Stissel. Holt euch eine Decke, kuschelt euch ein und rappt euch ein. So, okay. Das kann ich nicht öffnen, da fehlt mir was. Okay. Es erinnert mich ein bisschen an Resident Evil 7. Use? Was kann ich usen? Ah. Okay, das Bild eines Kindes. Ah, habe ich hier Licht? Oh Gottes Willen. Oh, I don't like it. Wieder das Bild von einer von einem Teenager. Of Anne as a teenager. Okay, es war gerade Anne als ein Kind, das ist jetzt Anne als Teenager. Genug davon. Genug K-Pop. Okay. Stephen Queen. Day and night. Day and night. Oh, wow. In my mind. Wer kennt das Game? Wer kennt das Lied? Day and night. Ja, ja. Es war der erste Song, zu dem ich in der Disco getanzt habe und dann gemerkt habe, dass ich nicht tanzen kann, weil alle Leute mich irgendwie so unangenehm angeschaut haben. Ja, das sind Erinnerungen. It's too dark. I can't see anything. Es ist so dunkel, ich kann nichts sehen. Ich brauche ein Licht. Kann ich mir nicht eine dieser 1 Million Kerzen, die hier rumstehen, nehmen? Wahrscheinlich muss hier irgendwo eine Flashlight. Oder ist oben, ne? Kann auch sein, dass ich hoch muss. Ich gehe aber eigentlich nicht gerne hoch. Passt es von der Lautstärke? Oh, ein bisschen laut. Passt es so von der Lautstärke? Girls and boys and everything. Oh, hallo? Darf ich dich nehmen? Das wäre doch perfekt, aber der hat halt nicht viel Strom, ne? Okay, ein Schrank. Okay, interessant. Wo bin ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Das frage ich mich jeden Tag, aber jetzt mal aufs Game bezogen jetzt mal. Oh Gott, nee, da gehe ich nicht rein. Das ist ja grausig. Nö, sorry. Not today. Not today. Geht ja gar nichts auf. Die Bilder sind so unheimlich. Furchtbar. Habt ihr irgendwo eine Taschenlampe gesehen? Eine Taschenlampe? Muss doch irgendwas sein. Oder kann man hier auch noch... Oh Gott, der Dachboden, ne? Um Gottes Willen, wie hoch ist denn das? Oh, da ist hier die Taschenlampe. Um Gottes Willen. Good. But it doesn't work. Shit. No batteries. Maybe they're around here somewhere. Also ich glaube, in der heutigen Zeit nutzt man einfach sein Handy, oder? Scheiße. Oh Gott, es ist so dunkel. Oh nein, die Tür ist auf.
Ach, da liegt ja eine Batterie, süß. Diary Page 1. Kann ich die bitte lesen? Das ist so voll klein. Ah, okay. Aber kann ich die bitte in der richtigen Schrift lesen? Ich muss 10 Kilo abnehmen. Ich habe jetzt endlich mein gutes Gewicht bekommen, erreicht. Kann nicht glauben, dass ich es geschafft habe. Die Sommerferien. Kann ich das bitte irgendwie in einer anderen Schrift lesen? Geht das nicht irgendwie? I thought the summer vacation, it was really hard. I was dreaming about sweets at night. Okay. But now no one will be able to call me fat or ball of lord again. Starting tomorrow, everyone will have to compliment me and how thin I am. I will be a fabulous return to school. Even mom and dad were surprised. They didn't believe I could do it. They never believed in me, but I do now. Also sie hat im Prinzip abgenommen, über die Sommerferien, sie hat so oft von Süßigkeiten und Essen geträumt und sie hofft, wenn sie zurück in die Schule kommt, dass alle sagen, wow, du bist so dünn geworden, girl. Genauso dumm habe ich damals auch gedacht. Im Endeffekt haben sich alle Sorgen um mich gemacht, weil ich einfach nur zu dünn war. Die traurigen Leiden eines Teenagers. Da, ein Foto von Annie mit Grace. Grace hat Bock. Was ist das? K-Pop? Foto von Josh. Alles ist K-Pop. Oh nein, ich will die nicht nehmen. Kann ich die anmachen? Kann ich hier irgendwas machen? Nein, okay. Okay, alles verschlossen. Yay, Flashlight. Give me the flash. Das ist doch nicht gut. Das heißt, wir können jetzt in die kackdunklen Räume gehen. Und die Tür ist natürlich... Ah, die habe ich ja aufgemacht, ne? Ein Waschraum. Jawohl. Okay, was gibt's hier so Feines? So, what do you think you like? Yes, I know, it sounds crazy. Yes, well, it's nice, but I don't understand why you're showing it to us. Is that a school project? No. That's what I would like to do, I mean, for a living. Videos on the Internet? Ah, okay, jetzt sie zeigt quasi ihren Eltern, dass sie mal im Internet Videos machen möchte. Anne, darling, I'll stop you right there before I get my blood pressure up again. You may waste your life in any way you want, only after you have devoted your body and soul to your one priority, college. You know that your father and I never stopped you from pursuing your little hobbies, but I won't let anything, I mean anything, stand between you and the best grades in your class. Do you understand? Also im Prinzip sagt er, hey, du musst dich erstmal auf dein College konzentrieren, danach kannst du machen, was du willst. Und er will nicht, dass quasi das Hobby von ihr den guten Noten im Weg steht. But Mom, no, but Annie, your mother is right. Do you know how much we've invested in you? All the sacrifices, the time and the resources. And you think we'd let you waste your time on what? Making dumb videos? That'd be the biggest disappointment ever. Also er nimmt sie halt nicht ernst und sagt, wir haben so viel Geld nicht investiert, so viel geopfert, glaubst du ernsthaft? Wir lassen jetzt zu, dass du alles in diese dummen Videos investierst. Ich muss ja sagen, meine Eltern haben immer akzeptiert, dass ich YouTube mache, aber ich habe auch immer meinen Bachelor durchgezogen, meinen Master durchgezogen, war immer fleißig, war immer nebenbei arbeiten und deswegen haben sie mich auch voll supportet, weil sie gemerkt haben, das ist ein Hobby, dass sie merken, das macht mir sehr viel Spaß und dadurch wurde ich dann auch erfolgreich darin. Weil sie mich... Oh, die Tür ist echt zugegangen. Was soll denn das? Der Scheiß. Deswegen sage ich auch immer, Leute, macht halt echt erstmal eine Ausbildung nach der Schule oder studiert. Macht auf jeden Fall die Schule fertig. Habt was in der Hand, weil das ist alles auch nicht so ganz ohne. Wir reden ja auch über viele Dinge nicht öffentlich. Gerade wenn es irgendwie darum geht, dass Leute einem auch böse Dinge tun wollen. Das darf man auch alles nicht erachten. Die Sachen über die Deepfakes, über die ich ja Videos gemacht habe. Sigmund Freund. Freud. Okay. Das weiß ich auch nicht. Ich habe die Tür selber zugemacht. Okay. Okay, ich will nicht in diese Kacktür, die da offen ist. Ah, Keller, niemals. Das
kann man nicht. Oh Gott. Wer erinnert sich an PT? Oh Gott, stell dir vor, da wird jetzt was kommen. Ich kack Kellertür, ich hasse es. Aber immerhin ist hier Licht. Gott, was hab ich denn für Schuhe an? Oh oh, da ist eine Tür aufgegangen. Oh oh. Boah, ich habe PT geliebt. PT war das beste Horrorgame, finde ich. Ich habe auch alle Silent Hill-Teile gesuchtet, alle Resident Evil-Teile. Ich freue mich auch schon auf den Vierer, den Remake. Ich habe den Vierer, glaube ich, den alten Teil, ich glaube, 11-mal durchgespielt. Ich bin so ein Fanatiker, wenn es darum geht. Oh je, die Toilette, da läuft das Wasser, das triggert mich. Sport. Nein. Nicht die Scheiße, wir kennen's doch. Oh Gott. Oh Gott, I don't like it. I don't like it. I don't like it. No. Oh Gott, was passiert hier jetzt gleich? So ein Kack-Timer, der jetzt abläuft. Oh Gott. Oh, hier muss irgendwas sein. Einfach gar keinen Bock auf einen Jumpscare jetzt, ne? Was gluckert da denn so? Oh, da ist ein Schlüssel. Kann ich den denn nehmen? Hallo, ich notice dich. Schlüssel. Can I pick you up? Ich kann den nicht nehmen. Ich habe ihn gesehen. Gilt es nicht, wenn man was in Games sieht, dass es einen dann gehört? Wie hole ich den da raus? Brauche ich dazu irgendwas? Vielleicht Hände? Ich will den jetzt haben. Oh, das ist ja offen, das Fenster, oder? Gib mir den Schlüssel! Gib ihn mir! Gib ihn mir! Kann ich ihn nicht triggern? Ah, jetzt! But I need something thin to reach it. Hä? Was ist doch Finger? Pick? Oh oh. Whale? Ich glaube, ich bin Anne. Ich bin Anna. Really, I tried to be your friend. But friendship doesn't work that way. Mama? Okay, ich bin, glaube ich, die Anne und ich habe ja diese Abnehm-Struggles gehabt. Shit. Was soll denn das jetzt? Er hat hier die Kerzen aufgestellt. Oh nein, ist da vorne Blut. Können wir das einfach ignorieren? Oh nein. Können wir das einfach ignorieren, als wäre nichts gewesen? Wenn mein Partner in mein Zimmer kommt und weiß, das ist vor der Tür, dann kommt er nicht rein. Dann nimmt er sich eine Woche Urlaub, weil er genau weiß, was hier ansteht. Anne, I know you said you wanted to be alone, but I'm worried about you. Please call me when you hear this message, okay? Also Grace sagt, Anna, ich mache mir Sorgen um dich. Bitte ruf an, wenn du das hier hörst. Hat sich jetzt die Tür mit dem Blut? Ach ja, klar. Was, die Tür im Bad ist andersrum? Hä, die Tür im Bad ist andersrum? Was erzählt ihr da? Das ist ja gruselig. Stop. Stop telling things like this. Was meint ihr? Och, ich muss wieder in den Keller, Leute. Wir müssen... You can't just seek me out when you want to spew venom about another person. And then never be there when I need you. This has been going on for almost a year now, Anne. Also du kannst nicht immer... You've been my best friend since first grade. But this is not you. I feel like I'm seeing a different person. Ach so, die ging von der anderen Seite auf. Ach, dann ist wahrscheinlich alles gespiegelt. Sie hat gesagt, es kann nicht sein, dass du immer nur dich bei mir meldest, wenn du über andere Leute schlecht reden willst. Wenn ich dich brauche, dann
bist du nicht da, du bist wie eine andere Person. Wahrscheinlich habe ich abgenommen und dachte dann, ich bin was Besseres und war dann nicht mehr die gute Freundin, die ich eigentlich war, oder? Oh Gott. What happened? Oh Gott, Hilfe. Wer blutet denn hier so stark? Au. Ich habe irgendwie Angst, dass hier so ein Scheiß steht und mich erschreckt. Ich gucke gar nicht hin. Eine Plane. Hallo. Da liegt doch was auf dem Boden. Gibt es hier irgendwas zum Einsammeln? Da ist wieder dieses komische Licht. Kann es sein, dass das Licht mir immer was zeigt? Ah. Nein, bitte nicht. Ich pack so Versteckscheiße jetzt nicht, ne? Oh Gott, Hilfe. Oh nein, bitte nicht. Ich pack so Versteckscheiße nicht, ne? Please, stop it. Stop it. Ah! Der kommt ja, Hilfe! Der kommt ja her zu mir! Shit. Ah! Girl, run! Girl, run! Ciao, Kakao! Ah! 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 Entschuldigung, ich schreie mir sehr laut. Oh Mann, es ist die Tür weg! Oh. Wollte mich verarschen. Oh, so unangenehm. Ist so unangenehm. Es ist so unangenehm. Ich habe das Gefühl, dass gleich was Schreckliches passieren wird. Ah! Sollte das so sein? War das beabsichtigt? Girls and Boys? Sollte das so sein? Kann ich bitte diesen Schlüssel jetzt mal nehmen? Bitte. Bitte, 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 bitte. Ich kann den Schlüssel nicht nehmen, ist doch wohl ein Hohn. Habe ich hier irgendwie ein Inventar? Inventar? Inventory? Ich muss jetzt den Schlüssel nehmen. Ah, rechte Maustaste. Also, das hätte man auch mit dem Finger hingekriegt, ne? Ja, obwohl, wenn es so fest... Ja, doch, das hätte man... Ich glaube, ich hätte es geschafft. Ich habe so richtig kleine, starke Wurstfingerchen. Okay. Wofür ist der? Eigentlich will ich es überhaupt nicht wissen. Oh Gott, ich kann an Türen klopfen. Kann an Türen klopfen. Oh Gott, muss ich das vielleicht machen, um irgendwie rauszufinden. Warte mal, kann ich auch an die Tür klopfen oder war das gerade eingebildet? Ne, ich kann da dran klopfen. Gruselig, warum mache ich das? Um zu checken, ob da jemand anders drin ist.
Das ist aber nicht so cool. Vielleicht kann man hier dagegen auch klopfen. Hier ist dieser Crack auch drin, ne? Um mich geht's ja eigentlich. Wofür brauche ich den Schlüssel? Where I need the key. Ich kann da überall dagegen klopfen. Wie krank ist die denn, dass sie das macht? Das ist ja voll unheimlich. Hey, wie kann man da dagegen klopfen? Das ist ja schrecklich. Tut mir leid. Ich muss es aber... Ich habe immer so den Reiz, dass ich die Dinge ausreize. Und dann passiert was Schlimmes, dann weinen wieder alle. Ah, da kann ich nicht dagegen klopfen. Es war im Keller noch irgendwas. Ah. Das habe ich aufgeschlossen. Aufgeschlossen, oder? Habe ich gar keinen Bock auf Keller mehr nach der Sache. Keller ist nicht so meins. Bin sehr nachtragend. Geh nicht zu den roten Dingern hin. Ist hier irgendwas? Ne? Okay, da geht's. Oh, eine Comicseite. Ah, das ist doch der Ding, Josh hieß der, oder? I'm telling you, there are always more screws than what the instruction manual says. Also er sagt, da gibt's immer mehr Schrauben, als es eigentlich gesagt wird. So ist es wirklich, wenn du irgendwas zusammenbaust, es fehlen immer Schrauben. Even if it were, they wouldn't be enough. Also es gibt immer genug. Okay, ich gebe es auf. Ich habe es offiziell kaputt gemacht. Sollen wir heute Abend ausgehen? Okay. As long as we are back, solange wir bis 21 Uhr zurück sind, ich darf nicht zu spät sein zu einem sehr wichtigen Livestream. Oh, ich bin eine Livestreamerin, süß. Ja, ich weiß. Wir werden auf jeden Fall rechtzeitig zurück sein. Oh, es ist cute. Was steht denn da drauf? In 1969. Was? Swiss Psychiatrist Elizabeth Ross formulated. Ich kann die Schrift irgendwie schwer lesen. A theory on the stages of previewing modern psychology added numerous variations with different names. But in a sense, the numerous variations in a sense, five stages of was? Grief represent a very specified path that each person faces often or less the length of the entire was? Ach, keine Ahnung, ich mag die Schrift nicht. Vielleicht sterbe ich jetzt. Damn wasted day. Dummheit schützt vor Tod nicht. Damn wasted day. Oh. Oh, will ich das? Oh, open. Ein Bild. Wo sehe ich das Bild? Hab ich nicht. Ich hab doch nur eine Kack-Inventory. Wer nicht fragt, stirbt dumm. Elizabeth Tarot. Tarot. Was hat das hier zu bedeuten? Elizabeth True Tarot. Oh, ein Buch. Ah, das war der Mechanismus. Hallo. Here we are again. Lalalala. Oh. Oh. Was habe ich denn eingesammelt? Warte mal, gibt's hier nicht irgendwo Settings? Controls. Gameplay. Language. Gibt's hier nicht irgendwo... Controls? Nö.
Okay, dann gibt's wohl nichts. Lucky, Lucky. Kann ich das hier bitte einsetzen? Ja. Look at this. Hat sich wieder was geöffnet. Aber was? Nee, danke. War das vielleicht hier? Oder unten? Irgendwo. Oh. Nee. Diese Kacktür! Ich will da rein! Ich guck da nie wieder rein. Also ich bin durch PT echt gebrandmarkt, ne? Nie wieder. Er tritt einfach mal rein. Fotos? Wie groß ist denn dieses dumme Haus? Ich hab doch vorhin schon gesagt, dass ich große Häuser nicht mag. So gruselige Ecken. Grace? Oh, das ist Grace. My God, we had this conversation years ago. I miss her. I feel like I haven't seen her in forever. Okay, sie hat gesagt, ich werde immer deine Freundin sein. Und sie meinte, wir haben diese Konversation schon so lange her geführt. Kann es sein, dass ich irgendwie irre geworden bin und meine Freundin geopfert habe? A Book of Demonology. Ludio Maria. Sass. Hat das zu bedeuten, dass wir die vielleicht geopfert haben, um so schön zu sein wie sie? Was ist das hier? Anger. Depression. Acceptance Stage of Grief. Das bin ja auch ich, oder? Das ist ja voll weird. Kann es sein, dass ich irgendwelche Aggressionsschübe hatte? Oh. Das ist aber ein sehr trauriges Stofftier. Sieht aus, als hätte man es angezündet. Wieso interessiert mich dieses leuchtende Symbol hier nicht? Ich glaube, wir haben unserer Freundin Grace etwas Schreckliches angetan. Nicht auf, aber das Radio ging gerade an. Will uns das Radio irgendwas sagen? Okay. Oh nein, da unten flüstert jemand. Wir hatten diese ganze Kerzen hier aufgestellt. Also ich muss ehrlich sagen, ich wäre viel zu paranoid, Kerzen im Flur aufzustellen, weil ich so Schiss hätte, dass die umfallen. Und ich habe mir letztes Jahr an Weihnachten meine Haare fast abgefackelt wegen einer Kackkerze. Seitdem gibt es Kerzenverbot und es gibt nur noch unechte. Wollte ich hier nur mal anmerken. Oh oh. Oh oh, da haben wir doch gerade dran. Boah, hier sieht es echt nach Streamer aus, ne? Da gehen die ganzen LAN-Kabel entlang. Hier, Lost in Rome. In Roma. Spiegelbild? Ich hab keins. Das ist ich. I'm a gorgeous woman. I'm gorgeous. Comic of Annie. The whale has arrived. Hide the chips. If you're a cannibal, you'll empty the pool. Oh, wie gemein. Ach, einfach wenn du eine Kanonenkugel wärst. Cannonball. But aren't you afraid of sinking with all the blabber?
Come on, let's see if the fatty floats. Voll gemein, die sagen quasi, oh, der Wal kam an. Die ist halt gar nicht dick, ne? Oh, was wäre so eine Kanonenkugel? Dann wäre der ganze Pool leer. No, what are you doing? Lass mich in Ruhe. Ah, Splash. Ach, wie gemein. Kinder können so kacke sein. So scheiße. Das ist gemein. Ach, das ist die Tür, die nur ein Spalt aufging. Ah, okay. Now I understand. Cooking with June. Oh, June hat ein Cooking-Book. Oh, ich liebe asiatisches Essen so sehr. Könnte mich in Dumplings legen. Oh, oh. Hey! Hey! You. You're Aki Dearest. Hi. I need your help to get out of here. What are you doing in there? I don't know. I can't remember anything, and I don't know what's going on. All I know is that I need your help to get out of here. I don't know what to do. Break the TV or something! How? I don't care! Hurry up and do it! Oh Gott. Ich hasse das hier, weil ich Dinge tue, von denen ich keine Ahnung habe. Eigentlich wie alles in meinem Leben, Mann. Da geht doch ein Kabel lang. Ach, da muss ich bestimmt entlang, ne? Oh, was? Hä? Hä? Der Kühlschrank ist nach hinten gerutscht. Hä? Wie geht denn das? Stell dir vor, so, du bist nachts im Kühlschrank öffnen und der fährt so von dir weg. Sagt, nein, don't touch me. This is my no-no square. Don't touch me. Ah. Das Geräusch, was ich mache, wenn der Kühlschrank von mir wegfährt. Oh, ich glaube, ich muss das im Wohnzimmer. Ist es so schlau, in Türen zu gehen, die einen geöffnet werden? Eigentlich ja nicht, oder? Warum geht man in Türen rein, die einen geöffnet werden? Okay, hier muss es rein. Anmachen. Muss ich mich hinsetzen? Ah, jetzt ist es drin, okay. Vielleicht sehen wir Gnus. Bitte Gnus. Ach komm. Welcome to the Animal in You, where we try to make sense of your life through valuable lessons from the animal world. Today's question is: Are you in self-denial? Are you hiding your head in the sand? Are you acting like an earthworm? Well, there's no doubt about it. Yes, you are an earthworm. Something in your life is wrong, but you pretend that everything's all right. You deny it. You shy away from the light. But let me tell you something. As you're crawling and cowering in the dark somewhere underground, you're missing out on what's above. All the flowers and the plants out in the sun. You can't see them thrive. Or maybe you don't care.
Actually, you're neglecting them. But if you don't take care of plants, do you know what happens? They die. And ignoring them will only make them die sooner. So, instead of running away from your problems, why don't you start crawling to the surface? Why don't you start to love yourself and take good care? Mm. Don't you want to share the sun with the flowers? No. Das ist aber süß. Eine süße Message. Ich bin aber auch ein Regenwurm. Okay. Geh nochmal zum Fernseher, vielleicht ist da irgendwas passiert. Wer war das? Oh! Was zur Hölle passiert hier? Hard Spaghetti Recipe. Muss ich dir das machen? Oh nein. Ih, will die das? Das ist so eklig. Ich glaube, ich muss die füttern, ne? Es ist eklig. Was zur Hölle? Also, das ist wirklich verstörend. Ich weiß gar nicht, auf wie viele Ebenen. Ach, da! Ja, natürlich kriegst du das, mein Schatz. Hier. Riss. Gesagt, friss, muss ich das erst erwärmen oder was? Das ist eine Diva. Aber ich bin echt fasziniert, wie wenig mich das gerade juckt, was da passiert. So, die Bolognese rein. Habe ich gerade die Bolognese reingepackt? Oh nein, was habe ich getan? Hä? Muss ich das jetzt kochen? Ich muss es für die jetzt machen, ne? Was ist denn das? Cut the heart into stripes in a saucepan, add the milk and bring it to boil. Oh mein Gott, ich muss... Ih, das bewegt sich jetzt auch. Bäh, es ist eklig. Bäh, ih, jetzt bewegt sich's. Oh, das ist so eklig. Okay, ich muss das hier... Ach, die muss ich reinmachen, aber die Spaghetti sind doch fertig. Dachte ich. Okay. Okay, dann muss ich wohl die Zutaten hier finden, oder? Vielleicht im Klo, so ein bisschen Klowasser? Ah, Milch. Muss die da auch rein? Okay, ich pack das da irgendwie alles rein, ne? Was brauchten wir denn noch? Herzen? Das ist so eklig. Ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll. Klack, 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 klack. Also die Objekte leuchten, ja. Ist ja ganz gut. Da. Ein echtes Herz! Um Gottes Willen, das war ein echtes Herz! This is pretty disgusting. Das ist wirklich ekelhaft. Wer war das? Das Ritual hat geklappt. Vor allem, dass ich mir das so gemütlich Nudeln mache und es koche.
Oh shit. Oh nein. Ja, Arschlöcher. I thought that everyone would have noticed my change when I went back to school with my new look. They'd been making fun of me for years. They'd make me feel like a freak. And after I starved myself for an entire summer, nobody even came to me to apologize or say something nice. Nothing. I'm not their freak show anymore. And now they don't see me. But they won't ignore me forever. I'm better than them. I'm special. They'll be forced to look at me. Geil. Geil. Wow, also ich muss sagen, ich glaube, es geht darum, dass sie halt über den Sommer viel abgenommen hat und dann wollte sie von allen bewundert werden. Dann war sie halt nicht mehr übergewichtig und dann haben die Leute sie trotzdem halt ignoriert und sie möchte gesehen werden. Und ich glaube, es heißt Unfollow, weil sie will ja auch streamen und YouTube-Videos machen. Und ich glaube, dass sie dann alles dafür tut, gesehen zu werden. Aber cool, das könnte richtig spannend werden. Das könnte echt eine sehr, sehr gute, spannende Story werden. Finde ich cool. Bin ich sehr gespannt. Unfollow, jemand entfolgt. Das könnte nice werden. Kommt da noch was am Ende? Sogar voll ist extra Outro, ne? Krass. Krasse Sache, aber sehr, sehr schön und geil, ne? Ich finde es auch richtig cool. Das war nur eine Demo. Das kommt noch raus, tatsächlich. Bin ich die Einzige, die nur ein bisschen verblurrt sieht? Genau, also irgendwas mit ihrer Freundin. Ich gehe mal davon aus, dass ihre Freundin die war, die immer jeder gesehen hat, die war begehrt, die war schön, die wollte jeder und sie und wir wollen irgendwann ihr die Schönheit nehmen oder so, kann ich mir vorstellen. Ich spiele auf jeden Fall die Vollversion. Also auch gerade diese Sache mit dem gruseligen Ding, was man füttern wollte, das ist so genau der creepy Shit, den ich will. Influencers, da machen sogar Influencer mit. Ich dachte doch gerade, war das nicht die eine Cupcake? Nee, oder? Ach, witzig, da machen auch Influencer mit. Ach, wie witzig, sogar extra den Kochkanal. Geile Idee, das ist ja richtig cool. Nice. Das war F from Jim, haha, witzig. Geil. Cool, das ist ja lustig, ist eine coole Idee. Die mit den blauen Haaren war Ecky Dearest. Ach, deswegen habt ihr das alle gesagt. Ich dachte, das wäre I Has Cupcake gewesen. Mega nice. Ja, das war Unfollow. Also, wenn es raus ist, schreit in den Kommentaren. Ich werde es auf jeden Fall spielen. Mir gefällt die Story. Wahrscheinlich auch deswegen die Maske, die man aufsetzt. Ich freue mich auf mehr und bedanke mich fürs Dabeisein. Und wir sehen uns in den nächsten Videos.